Es wird Zeit für etwas ganz Besonderes. Dieses Video richtet sich vor allem an alle aktiven Amazon-Seller, also an dich, wenn du schon auf Amazon verkaufst, denn ich launche mein neues Buch Margenstrategien für Amazon-Seller. Es gibt mittlerweile hier auf YouTube so viele Videos und so viele auch irgendwelche, ja, ich sage jetzt einfach Bücher und Kurse und so weiter und so fort, wie man Amazon-Business starten kann. Aber es gibt so gut wie gar keine Informationen öffentlich, wie man Business mal auf 7- bis 8-stellige Umsätze skaliert, also 1 Million Euro und mehr pro Jahr damit machen kann. Und das ist eigentlich die Phase, in der so ein Business richtig anfängt, Spaß zu machen. Ich habe in den letzten Jahren über 42 Händler auf dieser Reise begleitet, über 42 Leute, mit denen wir jetzt schon im 7- bis 8-stelligen Bereich sind, also teilweise über 10 Millionen Euro Jahresumsatz generieren. Und wenn man an den Punkt kommt, dann hat man auch, wenn man mal einfach das runterbrechen am Ende auf Margen zwischen 15% und 25%, schon ein sehr gutes Einkommen als FBA-Seller. Das ist heutzutage absolut möglich, meiner Meinung nach sogar besser denn je, denn wir befinden uns eigentlich in einer unglaublich genialen Phase als Seller. Ich sage mal ganz gerne, die Probleme von Corona sind vorbei. Ja, wir haben absolut keine Lieferschwierigkeiten aus China mehr. Die Shippingkosten, also wenn wir Ware importieren, sind wieder runtergegangen enorm. Die Rohstoffpreise sind auch größtenteils wieder deutlich geringer geworden, zumindest in Fernostasien. Und dementsprechend sind eigentlich für uns als Händler die Sachen, ja, perfekte Aussichten. Und gleichzeitig, und das ist das Tollste vor allem für uns als Amazon-Seller, denn Margenstrategien ist ein Buch für speziell Amazon-Seller, auch wenn du schon Multichannel verkaufst, aber vor allem für Amazon-Seller, denn wir haben auf Amazon etwas ganz besonders Großartiges. In den letzten 2, 2,5 Jahren, für jeden, der aktiv auf Amazon verkauft, auch seit längerer Zeit, hat es mitbekommen, es gibt diese riesigen Aggregatoren, die in den letzten 3 Jahren Multimilliarden in diesen Markt reingepumpt haben und ein Amazon FBA-Business nach dem anderen aufgekauft hat. Und welche FBA-Business haben die aufgekauft? Jeder wird das mitbekommen haben, sowas wie Razer Group zum Beispiel, ja, oder Seller X oder Berlin Brands Group. Da gibt es wirklich diese riesigen Unternehmen, die gefundetes Money einfach in Amazon-Business investiert haben. Auch einige unserer Kunden haben ihre Business da verkauft für mehrere 100.000 Euro, teilweise für 1 Millionenbetrag. Und was haben diese Seller gemacht? Ja, die haben die besten FBA-Brands sich gekauft und dann alles an die Wand gefahren. Ja, also die Seller, muss man nicht groß drüber reden. Ich kenne viele Leute hier privat auch. Also fühlt euch ruhig angegriffen von dem Satz, wenn ihr bei einem von den großen Aggregatoren arbeitet. Ich glaube, jeder Amazon-Seller stimmt mir zu, wenn ich sage, nicht eine einzige Brand habe ich über diesen ganzen Markenhorizont hinaus gesehen von den wirklich großen Aggregatoren, die danach erfolgreicher geworden ist. Die meisten sind deutlich weniger erfolgreicher geworden, sind teilweise schon wieder so gut wie verschwunden vom Markt. Und das schafft massiv Platz für neue geile Brands. Ja? Und dieses Buch ist genau geschrieben für dich, wenn du ja nicht einfach mal nur irgendwie 300, 400, 500 Euro mit FBA oder E-Commerce nebenbei verdienen willst, sondern wenn du wirklich damit scheiße viel Kohle machen willst, ein geiles Auto fahren willst, dir geile Urlaube leisten möchtest, ein Haus kaufen möchtest, wenn du deine Familie versorgen möchtest, wenn du irgendwelche größeren Ziele oder Visionen hast. Es geht hier nicht um den Aufbau eines Businesses, sondern wie du ein bestehendes Business größer machst. Das Buch enthält genau 52 Kapitel. Ja, das ist anders aufgebaut als mein erstes Buch, Deine Chance E-Commerce, wo es sich an Anfänger richtet. Das gute Stück hier. Ja. Das ist übrigens auch, wenn man sich das anschaut, ist deutlich größer und deutlich dicker. Ja. Die Margenstrategien hier für Amazon Seller ist ein Buch, das hat 52 Kapitel und diese 52 Kapitel beschreiben jeweils Fehler, die so gut wie jeder Amazon Seller eigentlich auf seinem Weg macht. So, das sind jetzt keine Fehler wie, hey, du hast keine schönen Produktbilder oder sowas. Ja, also irgendwelche Dinge, die komplett offensichtlich sind. Sondern das sind Dinge, die gehen rein in die Bereiche Sourcing. Was machst du falsch mit deinen Herstellern? Was machst du falsch beim Versand? Ja? Zum Beispiel die wenigsten Seller haben sich jemals angeguckt, ob sowas wie FBM für sie sinnvoll sein könnte. Dabei kann man teilweise pro Bestellung 2, 3, 4 Euro sparen. Wie überweise ich Geld richtig nach Asien? 90% der Leute machen das falsch. Wie automatisiere ich mein Business wirklich mit Software? Wer nur Helium 10 nutzt oder nur Sellerboard nutzt, der verpasst unglaublich viele Möglichkeiten, wirklich Business zu automatisieren, Stunden an Arbeit abgeben zu können.
Es gibt so unglaublich viele Fehler, die gemacht werden, wie man seine Marke aufbaut, in welchen Bereichen man das tut, wie man in welcher Geschwindigkeit Produkte an den Markt bringt, was man richtig machen muss und falsch machen kann im Bereich Fremdkapital. Das sind alles Dinge, die jeder aktive Seller eigentlich früher oder später sich damit beschäftigt und wo viele einfach Fehler machen. Und jeder Amazon-Seller weiß, es gibt kaum ein Business, in dem Fehler so viel Zeit und Geld rauben wie im E-Commerce. Also sich für ein falsches Produkt zu entscheiden, sich für einen falschen Hersteller zu entscheiden, allgemein strategisch gesehen falsch vorzugehen oder Dinge zu tun, die noch viel zu früh sind, zum Beispiel den Shop zu holen, Multichannel zu gehen, sich zu internationalisieren und so weiter und so fort. All das sind Dinge, die brauchen ein bestimmtes Timing, damit sie richtig Früchte tragen können. Verpasst du dieses Timing oder bist du zu früh, ist es ein Fehler, der dich teilweise Monate, Jahre, zigtausende von Euros kosten kann. Dieses Buch kann für jeden Amazon-Seller Millionen wert sein. Das ist keine Übertreibung, nicht irgendwie, wow, Alter, das ist doch total, das kann ja gar nicht sein, ja, sondern wirklich diese 52 Punkte sind auf den Punkt getroffen. Ich kann mal ein paar Sachen nennen. Hier vorne haben wir so ein Inhaltsverzeichnis, ja. Zum Beispiel, hey, du schützt deine Produkte nicht ausreichend. Fehler 32, schlechte Kommunikation mit dem Hersteller, das sind nur die Überschriften. Ja? Dann geht es natürlich ins Detail mit Beispielen, mit Case Studies und so weiter und so fort. Ja? Du hast falsche Businesspartner, das ist zum Beispiel ein Problem, das haben ganz viele Unternehmer und wissen es nicht mal. Entweder du hast ein Business mit einem Partner gegründet, also bis zu zweit, das kann sein, aber auch mit welchen Dienstleistern arbeitest du? Wer macht für dich die Quality Inspection? Wer bringt für dich die Ware nach Deutschland? Wer macht dein Pre-FBA? Wer macht vielleicht dein FBM? Welche Software nutzt du? Gibt es vielleicht eine günstigere, bessere, schnellere, modernere Software, die du ohne großen Zeitaufwand integrieren könntest in dein Business, damit Zeit, Geld sparst und gleichzeitig dein Business noch schneller voranbringen kannst? Maybe. Bei den meisten Sellern ist es der Fall. Und mich berechtigt, dieses Buch zu schreiben, im Grunde genommen, dass ich eben die Einblicke habe und ich glaube, es ist zwar 42 Seller, die wir auf dieses Level gebracht haben, wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind das aber weit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz, also Leute, die ich auf 7- bis 8-stellige Umsätze gebracht habe und das werden in den nächsten Monaten und Jahren einige mehr sein. Okay, denn es gibt eine ganz interessante Statistik, es sind nur 4% alle Amazon-Seller, die es jemals wirklich auf dieses Niveau schaffen. Und wenn du einer davon sein solltest, die Chancen aktuell sind grandios dafür. Es fehlt eigentlich in den meisten Fällen nur an der richtigen Strategie. Ich habe gelernt, oft geht es um das Vermeiden von Fehlern, um das Ziel zu erreichen, wer aktiv in seinem Business ist, wer wachsen will, wer was tut und die Fehler vermeidet, wird fast zwangsläufig schon an sein Ziel kommen. Ja, und in dem Sinne empfehle ich euch, dieses Buch jetzt zu bestellen. Margenstrategien für Amazon-Seller, das kostet jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro oder 50 Euro oder 20 Euro, sondern das kostet diese gewöhnlichen, keine Ahnung, 6, 7 Euro. Ja, ihr habt hier extrem viel Inhalt. Natürlich zielt das Buch darauf ab, jeden Einzelnen, der das liest, später zu uns in die hochpreisigeren Produkte mit reinzuholen, ja, in unsere 1:1 Zusammenarbeiten, Teilkunden bei Dienstleistern von uns zu werden, sprich, unsere Logistik zu nutzen, unsere Services zu nutzen, Produktbilder bei Stackready zu machen, mit unserem Expertenteam zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. Einfach, weil wir halt gesehen haben, dass es sehr gut funktioniert. So oder so, ob du das willst oder nicht, wird dieses Buch dein Business massivst voranbringen. Das ist wirklich Gold wert, was da drin steht und nicht viele Leute können dir darüber was erzählen. Und die allerwenigsten, die es tun könnten, tun es nicht. In dem Sinne, viel Spaß beim Lesen. Einfach jetzt hier unter der Beschreibung draufklicken, ist in 2-3 Tagen bei dir zu Hause. Das Ding hat, wie viele Seiten haben wir hier? Ich glaube, wir hatten 218 oder so. Ja, 218, 219. Eine coole Sache ist, wir haben auf die Rückseite, die beiden letzten Seiten, wir hatten im letzten Buch Case Studies drin von Kunden, ja, die bestimmte Ergebnisse erreicht haben. Deine Chance E-Commerce Buch ist ja für Anfänger. Wir haben hier einfach die gleichen Kunden wiedergenommen, ja, weil wir wollen so transparent wie möglich sein, damit man wirklich die Story auch sieht. Jetzt mit ungefähr einem Jahr Unterschied, zum Beispiel Willi, der jetzt hier bei 320.000 Euro schon steht, oder aber ja, auf der anderen Seite die Anastasia, die zum Beispiel jetzt bei knapp 300.000 Euro steht, ist natürlich jetzt nur ein Jahr Unterschied, ne, aber auch den ein oder anderen 7-Figure-Seller und 8-Figure-Seller, den du hier drin vorgestellt bekommst. In dem Sinne, viel Spaß beim Lesen. Mein Name ist Niklas Spillmeier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.